Gut, das ist das. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten, sowohl Gerät als auch wahrscheinlich zum gleichzeitig dümmsten. Also ich bin bei dem Gerät, ich tue mir selber schwer. Du hast sicher vom Rabbit R1 gehört, oder? Na, noch nie, na. Na, ich Das weiß nicht, was klar. das soll. Nein, Das hab ich noch gar nicht gehört, na. Du hast das Ding nicht mitgekriegt. Na, das habe ich nicht mitgekriegt, na. Das ist ja der größte Hype gewesen, glaube ich, von der CES. Absolut nicht. Wann war denn das? 9. Jänner. Ich glaube, da bin ich Corona-bedingt schon Ah, okay. ausgefallen. Also, so. Der Rabbit R1 ist so ein Quadrat, was von Teenage Engineering designed worden ist. Das heißt, das Gerät schaut ziemlich cool aus. Es ist ein Quadrat. Ja, es schaut aber Formel, es hat schon ein paar coole Sachen. Also es schaut relativ interessant. Es schaut irgendwie, es hat was. So, was dieses Ding jetzt kann, wir haben ja diesen AI-Pin da einmal gehabt bei uns in der Sendung. So, der war ja eher komisch. Dieses Ding hat ein Display und eine Kamera und so ein Bedienrädchen und da ein Lautsprecher drin. Was das Ding jetzt kann, das ist kein Large Language Model, das ist ein Large Action Model. Das heißt, dieses Ding kann über die Kamera und mit diverse verknüpfte Accounts, über die Cloud natürlich, also datenschutztechnisch spannend. Sie sagen, es ist okay. Man, das muss sein, natürlich klar. Und das heißt, du kannst diesem Ding jetzt komplette Aktionen beibringen. Als Beispiel, du zeigst einer App, was er nicht kennt, er schaut dazu und kann diese Aktion dann wiederholen. Das heißt, er lernt in Apps sich zu navigieren und die zu benutzen. Und das in einem separaten Gerät. Das ist so kurz zusammengefasst der Rabbit Air One mit Rabbit OS. Aber was macht das? Ja, es ist sozusagen dein digitaler Agent oder dein AI-Agent. Es ist aber die andere Sache, weil du das jetzt gerade so ansprichst. Die Frage ist das, was hindert andere Hersteller daran, das in ihr Smartphone zu integrieren, wie Apple und Google? Das heißt, es könnte bis Jahresende in jedem Smartphone drin sein. Apple hat ja eh angekündigt, dass Siri ja mal ein Refactoring kriegt. Also ich bin aber gespannt, was mit dem nächsten iOS passiert und ob man Siri endlich einmal die Möglichkeiten und die Intelligenz zuspricht, die heutzutage möglich sind. Weil intellektuell bewegt sich Siri sowieso immer noch auf dem Prozessor von der Nintendo Switch, würde ich sagen. So, das heißt, aber der Punkt ist das. Also, das heißt, es eigentlich jedes Smartphone könnte es auch. Ja, warum sollte ich nachher nochmal ein zweites Kastl mit dem Ja, ertragen? es hat halt einen extremen Hype kreiert, das Ding. Ich glaube, da ist der vierte Batch mittlerweile ausverkauft von dem Gerät. Ja, okay, aber ich verstehe immer noch nicht, was das macht. Das kann auf Kommandos reagieren, das kann auf die Eingabe von dem Rad reagieren, du kannst diese und auf die Es Kamera hat, reagieren, du kannst diese Actions miteinander du kannst damit verknüpfen. reden. Ja, du kannst damit reden. Also du kannst ihn zum Beispiel auch, wenn du irgendwas am Computer machst, dann sagst du ihn, das wird eh da in der Präsentation gezeigt. Natürlich wieder Vorsicht, es bleibt bei Demo. Du zeigst ihm eine gewisse Anwendung, was er noch nicht kann, und er kann es danach immer wieder wiederholen. Also das heißt, er kann dazu lernen. Oder als Beispiel, er zeigt da zum Beispiel, er zeigt im Kühlschrank her oder was im Kühlschrank drinnen ist und was er zum Beispiel damit kochen könnte. Zum Beispiel, er zeigt da ein Excel-Sheet her, wo er dann zum Beispiel sagt, was weiß ich, mach das und das noch an.
Ja, okay. Okay. Nur halt die Frage ist, warum muss das ein externes Gerät sein? Die Sinnhaftigkeit davon erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich ist das Ding eh dead on arrival. Okay, ja. Aber natürlich, das wollte ich damit am Anfang sagen, das ist wahrscheinlich das günstigste Sammlerstück, was du in langer Zeit von Teenage Engineering kriegen wirst. Okay. Gut, okay. Also, mich wundert, dass du dass das echt bei dir vorbeigegangen Na, ist. absolut, absolut überhaupt nichts mitkriegt davon, ne? Aber ich muss sagen, ich habe die CES ja überhaupt nicht verfolgt. Also ich hab nur mitgekriegt, dass die Damen und Herren mit dem komischen Ansteckpin den Laden quasi schon dicht gemacht haben. Ja, so ziemlich. Das habe ich mitgekriegt. Ja, gut. Das Gerät, das, also wenn das auch noch funktioniert hätte. Wie gesagt, da hätte man echt gedacht, dass das vielleicht, aber meine. Alles, wo ich mir denke, dass es möglicherweise Zukunft hat, geht in die Hose. Also von dem her, also Google Wave und Google Plus und ja. Ja, Google Plus ist auch so eine spezielle Geschichte. Hangouts. Gut, dann hast Also du. das ist der Google Air 1. Der Google Air 1, der Rabbit Air 1. Ja, one.